Herzlich willkommen zu den Videocutters der De Ulla Mancha. Mein Name ist Peer Holm und heute verkosten wir gemeinsam einen Wein, der Bodegas Verdugres. Es ist ein Imperial Toledo, ein junger Tempranillo aus ökologischem Anbau. Schon die Farbe, wie man sieht, ist sehr jugendlich. Ein frisches Purpurrot, violette Reflexe am Rand, es zeigt eigentlich von der Jugendlichkeit. In der Nase sind dann auch sofort diese typischen Tempranillo-Aromen wie Pflaume zu finden, aber auch Dörrobst, es ist ein bisschen Kirsche dabei. Dazu kommen dann Kräuter, ein bisschen Rosmarin. So diese würzigen Aromatiken ergänzen das Fruchtbild sehr schön. Und ganz am Ende finde ich sogar noch so etwas, ich möchte mal sagen, florale Noten. Etwas, was das Ganze noch mal belebt. Im Gaumen ein sehr weicher, runder Auftakt. Die Frucht steht im Vordergrund. Klar, es ist ein Hoven. Der Wein ist auf der Fruchtseite sehr stark. Es ist eine feine Säure da, die den Wein auch jugendlich und schlank macht dabei. Es sind die Tempranillo-Aromen wieder, ein bisschen Sauerkirsch dazu. Und dann kommt wieder das Würzige, zum Schluss ein bisschen was Schokoladiges. Also ein recht runder, kompletter Wein, den man entweder pur genießen kann, einfach so, oder auch zu verschiedenen Speisen sehr gut kombinieren kann.